Ja, hallo, Jörg Fuhrmann hier. Ja, ein kurzes Video zum Thema Schüttel dich frei oder zitter dich frei vielmehr in dem Fall. Und in diesem Video hier siehst du jetzt ein paar Live-Ausschnitte aus einer Einzelbehandlung oder Einzelarbeit mit einem jungen Herrn. Ja, also da konnte man gerade am Anfang sehr gut zum Beispiel jetzt das Zucken, dieses unwillkürliche Zucken dieser Oberarmmuskulatur sehen und jetzt auch der Hände und ja, infolgedessen auch jetzt hier im Bauchbereich. Das sind also Zuckungen und ja, Muskelreflexe, die man so willentlich erstmal nicht machen kann. Ich hoffe, das wird deutlich, wenn man die Bilder hier sieht. Und das kennt der ein oder andere vielleicht auch vom Sport. Wenn man da also an extreme Belastungen gegangen ist oder hohe Belastungen, die die eigene Grenze quasi ja, erreicht hat, dann gibt es häufig auch dieses Muskelvibrieren und Zittern. In unserer Kultur sind wir eher dazu geneigt, das alles immer runter zu regulieren und abzuklemmen. Und ich habe ja schon ein, zwei Videos dazu gemacht, auch ein längeres Erklärvideo zum TRE. Das hier ist aber nicht nur TRE im Grunde, das ist auch ein Effekt, den wir zum Beispiel im SE, Somatic Experiencing, auch kennen. Im TRE wird das halt nur gezielt forciert. Mich schreiben jetzt neuerdings immer wieder Leute an, die das irgendwie versucht haben, anhand von einem Buch oder von irgendeinem Video bei YouTube zu lernen. Und ich habe bewusst damals bei dem Erklärvideo keine konkrete Erklärung Schritt für Schritt reingepackt, sondern eher generell, worum es geht, weil ich das nicht für sonderlich gut halte, dass die Leute das im Eigenversuch versuchen. Dabei kann es nämlich auch zu, ja, einfach Überflutung kommen, erneut stressigen Erfahrungen oder im schlechtesten Fall oder vielleicht dann im besten Fall, je nachdem, passiert dann nichts. Und da habe ich eben sehr viele Anfragen in letzter Zeit und dann verwerfen die Leute das, weil sie jetzt damit keine Erfahrung machen konnten oder eine schlechte gemacht haben. Und dabei ist das wirklich eine super Sache, ein super natürlicher Mechanismus, der körpereigen ist, der ein Stück weit wieder gelernt werden kann und wieder aktiviert werden kann. Und ich würde dir da wirklich ans Herz legen, wenn du bestimmte Themen diesbezüglich hast, wenn du merkst, du bist ständig überlastet, bist ständig gestresst, bist überfordert, schnell leicht erregt oder neigst vielleicht auch zu Starre, dann sieht man jetzt hier auch in der Situation in der Übung gleich einen Stopp. Jetzt, das muss dann auch trainiert werden. Und das ist auch wichtig. Das wird oftmals auch vergessen oder nicht gemacht. Also es ist schon auch wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Und ja, am Schluss bei den Menschen hier sieht man jetzt einfach, wie nochmal der Rest so rauskommt und wie dann tiefes Atmen einsetzt. Und ja, also es ist einfach wirklich sehr wertvoll, das in Begleitung mit jemandem zu machen, der weiß, worum es geht, dass dann Organismus die Chance bekommt, das wieder zu lernen und dann wieder auch in diese tiefen Entspannungszustände reinzukommen, die man jetzt hier am Schluss auch sehen kann. Das sieht man in den Tiervideos mit den Säugetieren in freier Wildbahn ja auch so ähnlich. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls geben und sende jetzt mal schöne Grüße aus Starn am Rhein. Jörg Fuhrmann. Ciao.